Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquapuristen-Kanal und ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert und einige haben mich auch schon gefragt, warum stehe ich denn nicht mehr hier, was ist denn mit dem Becken? Ehrlicherweise, ja, so wie den Kanal auch, ist da im Dezember nicht viel passiert. Das heißt, ich habe mich eigentlich gar nicht darum gekümmert. Und jetzt habe ich hier schon ein bisschen rausgerupft, also da oben das Moos und die Pflanzen und so weiter sind noch ein bisschen gewachsen. Die Yoda-Schnecken haben sich vermehrt, also die sind überall noch kleine drinne. Trotzdem sieht man jetzt, es sind so leichte Punktalgen auf den Scheiben. Ja, nichts gefüttert, deswegen haben die Yoda-Schnecken schon angefangen, auch die lebenden Pflanzen ein bisschen anzunagen. Das machen die normalerweise nicht, aber naja, wenn man jetzt über einen Monat nicht füttert, bevor sie dann weglaufen, oder manche sind auch schon weggelaufen, aber eigentlich nur eine habe ich daneben gesehen, so eine ganz kleine. Genau, aber jetzt gilt es darum, da haben mich ja auch schon viele nachgefragt, mal ein Becken einzurichten, was quasi keinen Pflegeaufwand braucht. Also hier wollen wir jetzt ein Becken einrichten. Das könnt ihr dann auch quasi live immer beobachten, wie ist der Status, sieht das ganz furchtbar aus. Ich mache das jetzt hier einmal schön. Schön im Sinne von, ich werde nachher die Scheiben putzen. Jetzt kommt hier erstmal eine Menge Laub rein. Da kommen Äste rein. Da kommen also natürlich wieder meine Lieblingsäste, ja, kann ich nochmal verlinken. Dann kommen da ein bisschen Pflanzen rein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wahrscheinlich machen wir nichts Kraut hinten in die Ecke. Halt irgendwas, was wirklich schnell wächst und die Nährstoffe dann auch rausnimmt, sodass ich dann am Ende, wenn dann Garnelen habe ich jetzt übrigens auch schon, also ist nichts mehr drin, die Schnecken bleiben. Ganze Steinaufbauten, alles bleibt drin, Filter und so. Aber hier werde ich den ganzen Boden im Prinzip mit diesen Laub voll machen, entsprechend die Äste rein und dann ja, haben wir im Prinzip ein Langzeitfutter mit dem Laub und können dann immer live beobachten, wie das da quasi zersetzt wird. Gucke ich nachher mal, was ich da noch dann zusätzlich an Garnelen reinsetze. Aber das wird im Prinzip erstmal der Aufbau sein und dann bin ich mir sehr sicher, dass wir da erstmal mehrere Monate Ruhe haben. Gut, dann geht's jetzt ans Einrichten. Jetzt kommt das Nixkraut rein. Ich packe das hier hinten in die Ecke. Lampe weg. Und zwar darf das hier ganz runter. Auch wenn das jetzt ein bisschen komisch aussieht. Das wird hier nachher die komplette Ecke einnehmen. Wer Nixkraut kennt, der weiß, diese Wurzeln hier, die sind eher... Natürlich verankern die sich auch. Das wird auch so passieren. Aber es wird eher nachher hier so ein schöner Busch in der Ecke entstehen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt vernünftig. Also wenn man hier reinguckt, wird nachher diese ganze Ecke zuwachsen. Einmal hier so rüber. Und das ist durchaus gewollt. So, jetzt sind wir im Prinzip soweit fertig. Ich werde noch die Abdeckung vernünftig machen. Nochmal einen größeren Wasserwechsel. Und jetzt sieht es natürlich ein bisschen wüst aus, wie das immer so ist, wenn man ein laufendes Becken quasi umgestaltet. Aber ja, in naher Zukunft wird das Ganze sich dann hier entsprechend entwickeln, dass das Nixkraut vernünftig da reinwächst. Auch dann hier quasi über den Stein ein bisschen überhängt. Lasst euch überraschen. Ich könnte natürlich jetzt überlegen, hier unten noch auf dieser Ecke irgendein Moos einzusetzen, falls der Java-Farn, der da nur ein bisschen in Mitleidenschaft geraten ist, sich nicht mehr entwickelt. Na, das werden wir mal sehen. Die Scheibe mache ich noch ein bisschen sauber und dann könnt ihr euch das nächste Mal dann über ein Update freuen. Ja, ich hoffe, soweit gefällt es euch. Kommt, wie gesagt, noch ein bisschen Kleinigkeiten, die brauche ich jetzt aber nicht zeigen, ja, Scheibe sauber machen kennt jeder, Wasserwechsel auch. Das ist dann eher nachher, wenn es dann in 2-3 Wochen ganz gut gewachsen ist, da gibt es dann nochmal ein vernünftiges Update und bis dahin, ciao.